Ja, moin liebe Bastelfreunde. Diesmal ein Hallo aus meinem Arbeitszimmer und hierfür bauen wir diesmal ein Massironi-Regal. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das ein ganz einfaches Regal, was sich aus horizontalen und vertikalen Regalbrettern zusammensetzt. Die Anleitung dafür gibt es bei Instructables.com, das verlinke ich mal. Das könnt ihr auch sehr, sehr gut und ziemlich einfach mit ganz, ganz wenig Hilfsmitteln selber bauen. Ja, und ich habe noch ein wenig Platz hier im Arbeitszimmer. Und zwar, ich zeige das mal, möchte ich hier ganz gerne das Regal anbringen. Und da sollen meine alten Kameras rein, Objektive und alles so, was mit der ganzen Kameratechnik zu tun hat. Ich habe mittlerweile über 1000 Abonnenten. Vielen Dank für jeden einzelnen von euch. Und passend dazu habe ich einen neuen Abo-Counter hier im Display. Und wenn ihr Lust habt oder Interesse habt, wie ich das programmiert habe, schreibt das mal unten in die Kommentare. Dann kann ich euch das in einem der nächsten Videos vielleicht erklären. Ja, und was liegt natürlich näher bei einem Regal? Ein Bild über ein Regal. Und zwar haben wir hier das Oberharzer Wasserregal. Das sind quasi künstliche Wasserwege, die installiert worden sind im 17. und 18. Jahrhundert, um die Kraft des Wassers zu nutzen im Bergbau. Wir waren hier mit den Mountainbikes einmal über den Hexenstieg unterwegs mit Johannes und Daniel. Eine tolle Tour, ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. 2013 war das gewesen. Aber jetzt geht's zum Regal. Ja, und zwar habe ich von dem Fahrradhäuschenbau noch so viel Rauschwund über. Das werde ich dazu benutzen. Da ich keinen dicken Hobel habe, richte ich das alles mit dem Bandschleifer ab. Für die drei mittleren Regalböden und Wände leime ich jeweils zwei Rauschbundbretter zusammen. Massironi-Regal lebt ja von den Rundungen und das sind große Radien, die natürlich passend zum Brett jetzt sein müssen. In den Plänen, die ich unten verlinkt habe, sind die Bretter etwas größer gezeichnet. Ich glaube, das größte ist 230 mm und ich habe jetzt hier aber weniger. So, um das anzugleichen, werde ich die Radien entsprechend halt auch anpassen. Das mache ich hier mit einer Schnur und einem Bleistift. Ich habe mir das hier schon mal so angezeichnet, dass ich genau auf das Maß dann komme. Und dazu schlage ich hier das kurz fest und zeichne hier dann den Radius, den ich dann gleich mit der Bandsäge aussägen werde. Das gleiche noch. Ich mache jetzt gerade die beiden mittleren Planken. Ich nehme hier kurz die Mitte an.
Bevor ich jetzt die Schlitze anzeichne, werde ich die Sägeflächen jetzt noch mal kurz abschleifen. So, nachdem die Bretter jetzt soweit vorbereitet sind, werde ich mich an die Abschnitte machen. Ich halte mich da so ein bisschen an die Pläne von Instructables.com, muss das jedoch natürlich auf die Brettmaße anpassen, weil in den Zeichnungen waren es 15 mm dicke Bretter, diese sind jetzt 21. Das muss ich natürlich mit einrechnen. Erstmal macht es immer Sinn, die Mitte zu markieren, um davon gehend die Maße dann zu nehmen. So, das sind hier 109. Das hier. So, dann werden wir mal den ersten Zusammenbauversuch machen. Mal genau gucken, was hier ist.
Das wären die Horizontalflächen. Also eine grobe Idee gibt's schon mal. Finde ich ganz cool. Okay, die muss ich nochmal nacharbeiten. Auf geht's. So, die Bretter sind soweit jetzt vorbereitet. Passen auch alles zusammen. Ich habe das gerade nochmal ausprobiert. Ich würde die jetzt zusammenleimen. Dann kann man sie zwar nicht mehr auseinandernehmen, aber ich glaube, das gibt noch ein besseres Gesamtbild, wenn man die Fugen so ein bisschen mit Leim abstreicht. Ja, und da geht's jetzt los. Es gibt zwar für solche Regale so Befestigungselemente, die man unsichtbar hinter die Hölzer bringen kann. Habe ich aber nicht. Aber was ich hatte, ist noch ein alter Winkel und den schneide ich mir jetzt so zurecht, dass ich das von hinten anschrauben kann. Das werde ich vielleicht noch mal ein bisschen ausklinken an der Stelle, dass es auch bündig ist. Und durch die großen Löcher kann ich dann mir hier zwei Halterungen bauen, wo ich dann das Regal mit Schrauben aufhängen kann. Und das trenne ich jetzt mit dem Winkelschleifer ab. So, Schutzbrille, Gehörschutz.